Mit dem Update auf Version 8.22 gibt es einige Neuerungen in EDIUS. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Funktionen vor. Der EDIUS-Installer wurde geändert und erfordert jetzt nicht mehr zwingend die Installation von Apple QuickTime. Dieser Schritt ist notwendig geworden, da Apple sich geweigert hat, Sicherheitslücken im QuickTime-Player für Windows zu beheben. Videocodecs und Bildformate, die früher QuickTime zur Verarbeitung benötigt haben, können nun nativ von EDIUS bearbeitet werden. Wichtig ist vor allem die nun integrierte, native Unterstützung von Apple ProRes-Material, welches sich nun auch ohne QuickTime in EDIUS importieren und verarbeiten lässt. Lediglich für den Import von Sonderformaten wie dem QuickTime Animation Codec oder für den QuickTime Export ist noch die Installation von QuickTime erforderlich. Auch bei der primären Farbkorrektur gibt es Neuerungen. Mit EDIUS 8.22 wurde die Auswahl an Farbräumen erweitert. Außerdem ist es möglich, Lookup-Tables, sogenannte LUTs, zu importieren. Die LUTs-Dateien erkennt man an der Endung .cube. Mit diesen können Sie Ihrem Material einen besonderen Look verleihen. Mit der Version 8.22 nutzt EDIUS die Leistung der Grafikkarte noch stärker als bisher. Wie bereits die 3D-Übergangseffekte und das RAW-Decoding, lässt sich nun auch die primäre Farbkorrektur durch das Zuschalten einer performanten Grafikkarte beschleunigen. Dies führt zu einer deutlichen Beschleunigung, besonders wenn die primäre Farbkorrektur auf viele Clips gleichzeitig angewandt wird. Auch die Unterstützung von Intel QuickSync wird verbessert. QuickSync ist eine Beschleunigungstechnik, die in der Grafikeinheit vieler aktueller Intel-Prozessoren enthalten ist. Mit EDIUS 8.22 erfolgt eine Anpassung an die neuesten Intel-GPU-Treiber, was bei vielen Systemen und besonders unter Windows 10 zu einer deutlichen Leistungssteigerung beim Schnitt und Export von H264-Material führt. Außerdem gibt es in EDIUS 8.22 auch Neuerungen in der Benutzeroberfläche. Neben kleineren Änderungen ist nun in der Audio-Waveform bei Tonunterbrechungen die Mittellinie durchgezogen. Außerdem werden angewandte Blenden grau hinterlegt. Auch neu ist, dass man im GV-Browser auswählen kann, mit welchem Programm eine Datei geöffnet werden soll.